Ja, ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Schuljahr zum 5. Mal bereits das Schulprojekt Medienprofi anbieten können. Gemeinsam mit der LZO, die uns tatkräftig unterstützt, bieten wir den Kindern und Jugendlichen wieder Möglichkeiten, sich in der Internetrecherche zu verbessern, zu professionalisieren und auch einfach zu lernen, im Internet seriös sich zu bewegen. In eine Suchleiste einen Begriff einzugeben, ist es relativ einfach und ich glaube, das beherrschen heute fast alle. Aber das, was an Ergebnis rauskommt, zu validieren und zu sagen, ist es eine verlässliche Quelle oder ist es eine subjektive, das ist die erste Hürde, die es da zu nehmen gilt. Und auf der anderen Seite freue ich mich, wenn man mal mehr komplexere Texte lesen kann, die über WhatsApp-Sprache oder Instagram hinausgeht. Ich glaube, dass es in jedem Berufszweig, von Handwerk über kaufmännisch, eine wichtige Voraussetzung der Zukunft und deswegen freue ich mich, dass wir in diesem Projekt diese Kompetenz auch fördern. Und vor allen Dingen, dass am Ende des Tages sich jeder noch eine Meinung bildet, das, was ich gelesen habe, wie gehe ich da eigentlich mit um? Finde ich das alles richtig oder habe ich auch meine eigene Meinung? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Referat oder sowas vorbereite, dass ich dann eigentlich nach einem Thema suche, da aber viel zu viel drumherum erklärt wird und nicht genau das in dem Text steht, was man eigentlich braucht. Also ich denke, in Zeiten von Fake News ist es für Schülerinnen und Schüler enorm wichtig, Gut und Böse im Internet unterscheiden zu können. Und da liefert die Oldenburgische Volkszeitung mit dem Medienprofi einen wesentlichen Beitrag. Ziel des Projektes ist es, das Lesen zu fördern, das Teambuilding innerhalb der Gruppe und natürlich das Recherchieren im Internet zu üben, damit die Jugendlichen sich mit seriösen Quellen beschäftigen und nicht irgendwelchen Fake News aufsetzen.